Und da sehen wir den Stuhl, auf den alles passierte. Untersuchen wir mal den Raum weiter. Hier ist auch Verbindungsfehler. Meint ihr, ich könnte hier... Also ich muss auf jeden Fall einen Hauptrechner hinkriegen. Erst dann... War der Hauptrechner nicht irgendwie eine Etage tiefer? Ja, ich fürchte, das ist der Raum, die andere Tür gewesen. Igitt, guckt euch das mal an. Der SCX-303 Pilotensitz. Ach, so werden die gesteuert. Ach du heilige Scheiße, jetzt weiß ich auch, wie die Crawler und alles entstanden sind. Die haben sich hier in eine Maschine transferiert, vom Gedächtnis her. Zum Beispiel zur Forschung, zur Kartografie und zur Wartung. Und sollten eigentlich das Wissen dann zurück zur Person bringen, haben sich dann höchstwahrscheinlich hier auf dem Stuhl dann alle umgebracht. Einige zumindest. Will ich mich hier hinsetzen? Ne. Also die hätten sich dann hier... Ja, das ist ja spannend. Ich räume mal eben den Stuhl weg, wenn hier nämlich, wenn ich hier durchlaufen muss, dann muss ich halt durchlaufen, ne? Da will ich nicht auf dem Stuhl hängen bleiben. Okay, also hier haben die sich also die Pulsadern aufgeschnitten. Das ist eine Testareal und so weiter. Ja gut, ich bin ja halt ein Roboter schon, also bei mir kann sowas ja nicht mehr passieren. So. Oder warte mal, ist das hier auch ein abgeschlossener Raum? Das ist auch ein abgeschlossener Raum. Ah, I see. What? Check the terminal, I just want to make sure. Ja? Hier ist so viel Krupp-Zeug. Nankomp. Die Nanamik-Struktur. Typ komprimierter Nakajima-Neurograph. Kontinuierlich 21 Millisekunden. Aufgezeichnet Mittwoch, der 12. März 2014. Verfasser Nakajima Shin. Testperson Nanami. Geschlecht W. Geboren 11. Dezember 1997. Gestorben 17. Juli 2021. Nationalität Japanisch. Berg. Die Pace-Dateien. Berg. Typ komprimierter Nakajami-Neurograph. Kontinuierlich 6 Millisekunden. Aufgezeichnet 28. April 2015. Verfasser David Munchi. Testperson Paul Berg. Geschlecht männlich. 27. November 1984. Gestorben 2. August 2069. Nationalität kanadisch. Munchi? David Munchi. How did this... What is this? Vermächtnisscans übrigens steht da oben. Die Paste-Dateien Munchi. Typ komprimierter Nakajami-Neurograph, kontinuierlich 4 Millisekunden. Aufgezeichnet Dienstag, 28. April 2015. Verfasser Paul Berg. Testperson David Munchi. Geschlecht männlich. Geboren 4. Oktober 1980. Gestorben 23. Mai 2078. Also ganz schön alt geworden, ne? Ja. Also das Alter möchte ich auch erleben. Das ist ja 90 Jahre. 98 Jahre. Nationalität kanadisch. Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. A legacy scan. Legacy scan? Das klingt viel cooler als Vermächtnis-Scan. Die Paste-Dateien Simon Jarrett. Also wir. Typ komprimierter Nakajima-Neurograph. Kontinuierlich 5 Millisekunden. Aufgezeichnet 2. Mai 2015. Verfasser David Munchie. Hast du die ersten Folgen gesehen, Shadow? Ja, aber schon verdammt lange her. Da kannst du dich doch erinnern, wir sind in einen Stuhl gegangen. Ja, genau. Wir kamen da nie wieder raus. Ja, genau. Deswegen nur 27. Das war der 2. Mai 2015.
Und jetzt wird's interessant. Testperson. Na, Simon Jarrett. Typ. Männlich. Einfach nur Typ. Geboren 16. Juli 1988. Gestorben 1. Juni 2015. Nationalität kanadisch. Wir sind auf den Stuhl direkt verreckt. Nach der Übertragung. Wir sind dann aufgewacht in direkt hier, in der Hölle. Interessant. Audioaufzeichnung. Postscan, 2. Mai 2015. Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so. This is freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are going to run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. Leitplan, 20. Mai 2015. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. Und jetzt hören wir die letzte Aufzeichnung. 1. Juni 2015, der Tag, an dem Simon Jarrett starb. Der Tag, an dem Simon Jarrett starb. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. Brain damage, you guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Und so schließlich der Kreis. Und wir beginnen Realität zu verspüren, dass wir auch wirklich jetzt hier eine Maschine sind mit Simons Erinnerung drin. Folglich habe ich jetzt keine Angst mehr vom Spiel, weil wir nicht mehr leben. They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along, waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. Ja, und nun sind wir doch hier. Und erstaunlicherweise leben wir, mehr oder weniger. Ja, also wir haben zwei abgeschlossene Räume hier, plus einen dritten, der zu ist, von dem ich keine Kontrolle habe. Da kommen wir vielleicht von der anderen Seite rein. Nämlich der Blutraum hier. Und wisst ihr, was jetzt Spaß macht? Ich mach mal hiervon nochmal ein schönes Bild hier. Wisst ihr, was jetzt Spaß macht? Jetzt dürfen wir den Hauptrechner herstellen. Auf in den dunklen Keller. Ja, samt neuen Gegner. Aber ich kann mich hier einschließen, das ist schon mal viel wert eigentlich. Ich brauche nur die Taste drücken. Obwohl. Also erledigt.
fühle mich jetzt genauso unsicher. Hier kann man einfach die Tüste drücken, dann geht alles auf. Okay. Simon, the last report filed by the staff mentioned struggling with something called a proxy. The proxy we killed was blind, just like Akers, but it listens. Careful, we spotted two more by the infirmary. What do they look like? Not sure. It seems to be human enough to pass for a crew member at a distance. Tall, dark, and ultimately faceless seems to be what to look out for. I'll keep my eyes open. Jo. Proxy heißt der nächste Gegner. Ja. Meine Damen und Herren. Proxy. Und wir haben den nächsten Tipp gehört. The legacy scan of me that was on the computer. Danke. What did you use it for? It's a template that has an intelligence password already etched into the base. So, if I wanted to build an AI, I wouldn't have to reinvent a whole model. I would be able to focus on the things that the AI is to be used for. Is every AI self-aware? Do they also think they're Simon? What? No, Simon. Don't worry. It's not like we just put people into robots and machinery and let them roam free. That'd be really cruel. It doesn't work like that. Or at least it didn't used to work like that. Truly sentient machines, thinking they are people, is definitely new. But you kept them sentient for the Ark. Yes, and I basically had to invent the method. Interessante Theorie gerade. Okay, wir haben also einen Tipp bekommen. Wir müssen uns möglichst schleichend bewegen, also wenig Geräusche wie möglich machen. Und wenn wir Geräusche machen, müssen wir uns verstecken oder laufen oder was weiß ich. Das heißt, ihr könnt euch mal mit... Ich gehe jetzt da hinten, ich muss ja eh da runter. Ihr könnt euch mit... So, you're not worried that there are other Simons or Catherines running around out there? Now I am. Gee, Simon, some thoughts are better left alone. Jetzt habe ich übrigens auch gerade an Angst verloren, weil ich weiß, wie man mit den Gegnern jetzt vorgeht. Größtenteils zumindest. Den einen darf ich ja nicht anschauen. Vor den anderen musste ich mich verstecken. Der Tauchanzug habe ich noch nicht gesehen, den Tiefseetaucher. Also, what do you mean? You do know about yourself. No, I mean the real Simon. The human Simon. Going by your reactions, I'd say he'd be pretty upset. Seid ihr jetzt fertig? Ich möchte gerne meine Leute unterhalten, die nicht da sind. Shadow ist schon eingeschlafen. So. Hört man doch. Er sagt nichts mehr. Er sagt jetzt wirklich nichts mehr. Er ist weg. User disconnected from your channel. Nee, ich habe gerade zugehört, was sie gesagt haben. Ja. Die reden gleich weiter, deswegen, wenn ich abrupt aufhöre, dann weißt du Bescheid. Okay. Also ich weiß, was jetzt mit dem Gegner passiert. Also ich darf so wenig Geräusche wie möglich machen. Ich muss. Ich weiß nicht, ob er mich sieht oder nur hört. Also er scheint mich dann nicht zu sehen, weil er... Proxy, was ist Proxy? Er sieht aus wie ein Mensch vom Weiten. Ich glaube, das könnte sogar Teil... Oh, scheiße, ob das... Es gibt hier einen Gegner, der ist so irgendwie komplett nackt. Ich glaube, das gibt ein Problem mit YouTube, wenn ich den hochlade, wenn ich das hochlade. Na, muss ich mal gucken. Ich kann die sowieso nicht sehr sehen. Wenn ich die angucke und zu nah rangeht, dann flimmelt mein Bild ohne Ende. So ist das Spiel aufgebaut. So, wir sind hier und müssen jetzt weiter dort runter in den Keller. Um den Hauptrechner zu starten. Warum gehe ich jetzt zurück? Ganz einfach, weil das Ding Geräusche macht. Und der Proxy könnte jetzt spontan nach oben gehen und sagen... Ja, jetzt mache ich da oben Radar und so.
Aber ich glaube, der wird da unten seine Bahn laufen, wie alle anderen auch. Und ich muss mich möglichst schleichend und so langsam fortbewegen auf jeden Fall. Also ich darf jetzt nicht rennen. Ich weiß noch nicht mal, wie der aussieht. Also das ist auch nochmal ein Problem. Naja, mal gucken. Lassen wir uns überraschen.